Intelligentere Lösung. Kommunen fordern Neustart nach Maut aus. Der Europäische Gerichtshof stoppt die PKW-Maut. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund trägt jetzt andere Lösungen an, etwa die Ausweitung einer bestehenden Maut. Die Grünen wollen von der CSU wissen, wie viele Millionen an Steuergeldern durch das gescheiterte Vorhaben verloren sind. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur PKW-Maut eine intelligentere neue Lösung im Sinne des Umweltschutzes. Es kann durchaus Sinn machen, die Kraftfahrzeugsteuer abzuschaffen und ein Mautsystem auch für PKW einzuführen, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das sei allerdings nur dann sinnvoll, wenn es mit einer klugen Steuerung verbunden wird. Klimaschutz und der sich abzeichnende Verkehrsinfarkt in manchen Städten müssten in der Diskussion eine wichtige Rolle spielen. Mit einer PKW-Maut könnten Verkehrsströme gelenkt werden. Wichtig wäre es allerdings, gerade die ländlichen Räume und die Pendler, die vielfach keine Alternative zur Nutzung eines PKW haben, nicht zusätzlich zu belasten. Der Europäische Gerichtshof hatte die PKW-Maut am Dienstag für rechtswidrig erklärt, weil sie Autofahrer aus dem Ausland benachteilige. Die obersten EU-Richter gaben damit einer Klage Österreichs statt. Lkw-Maut auch in der Stadt. Der Deutsche Städtetag verlangt nun eine Lkw-Maut auf allen Straßen. Die jetzt vom Europäischen Gerichtshof gestoppte Pkw-Maut gehört nie zu den Herzensangelegenheiten der Städte. Nach dem Urteil gilt es nun, die Lkw-Maut auf alle Straßen auszuweiten. Dafür sollte der Bundesverkehrsminister jetzt ein Konzept entwickeln, forderte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi im Gespräch mit der Heilbronner Stimme. Derzeit wird die Lkw-Maut für Autobahnen und Bundesstraßen erhoben. Eine Lkw-Maut auf allen Straßen würde helfen, das für die Stadtbevölkerung sehr belastende Ausweichen von Lkw von den Mautstrecken auf innerstädtische Straßen zu unterbinden, sagte Dedi. Außerdem brächte es zusätzliche Einnahmen, die deutlich höher liegen würden als die aus der nun gescheiterten PKW-Maut. Steuergelder in Millionenhöhe aus Fenster geworfen. Die Grünen fordern von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU umfassende Informationen zu den Kosten, die durch das Scheitern der geplanten PKW-Maut entstehen. Wir erwarten, dass er umgehend offenlegt, wie viel Steuergelder genau verloren sind und wie viele Strafzahlungen der Bundesregierung jetzt drohen, sagte Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter. Durch ihr kopfloses Festhalten an der Quatschmaut hat die CSU Steuergelder in Millionenhöhe aus dem Fenster geworfen. Er forderte Scheuer zur maximalen Transparenz auf. Das Bundesverkehrsministerium hatte bei der Maut schon Fakten geschaffen, bevor es endgültig Rechtsklarheit gab. Für Gutachten und Beratung flossen bereits mehr als 40 Millionen Euro. Für private Betreiber, die sich um Erhebung und Kontrolle der Maut kümmern sollten, wurden bereits Zuschläge erteilt. Es könnte Schadenersatz fällig werden, wie viel, ist unklar. Das ist unverantwortlich gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, sagte Hofreiter. Auch Ex-Verkehrsminister Alexander Dobrindt und der frühere CSU-Chef Horst Seehofer müssten sich für diese teure Stammtischparole verantworten.